Mach das mal mit einer Zucchini, du Maschala, die Hübsche. Wenn man so hübsch ist und so nett fragt, na sicher, Michi. Zwar haben wir gestern eine Gurke genommen, das unten, das oben abgeschnitten, hier reingestopft und dann so gemacht und dann hatten wir so Gurkenpommes. Und ich glaube, dass das mit Zucchini noch besser geht. Weil hier einfach nicht so viel Wasser ist und das alles so voll spritzt. Okay, was wir dafür brauchen, unseren Tennisschläger, eine Zucchini, ein Brettchen und ein Messerchen. Das habe ich noch in der Küche liegen, das holen wir jetzt. Walk, walk, walk. So, hier liegt die Maus, das ist mein vielleicht doch noch Messer, deswegen liegt es hier so am Rand. Und ist auch noch ein bisschen dreckig, aber ist auch eigentlich egal. So, jetzt müssen wir das hier unten einfach so, einfach so abschneiden. Perfekt. Falls es nicht hört, ich bin krank, also wünsche mir mal alle gute Besserung. Oh ne, da kommt auch so eine Sülze raus. Okay, anyways, wir drücken das jetzt da rein. Wenn das funktioniert, dann müsst ihr aufs Plüsschen drücken. So, wir machen das jetzt hier. Oh, das ist ja viel schwerer. Oh mein Gott, es ist einfach drin. Okay, jetzt müssen wir hier nur einfach wieder so drücken. Oh nein! Okay, es funktioniert auch, aber man kann nur so kleine Würfel daraus machen.